Okay. Grüße dich, hier ist der Tobias und der Dennis von die Trainingsmedizin und heute geht es um Schmerzen im Schulterbereich beim Bankdrücken. Dennis, erzähl doch mal, wie oft wirst du denn damit konfrontiert mit diesem Thema? Also es gibt bestimmt Leute, die länger Krafttraining machen, so um die 80%, die Schmerzen beim Bankdrücken haben. Also um die 80%, also von 10 Leuten haben 8 Leute Schmerzen in der Schulter, die lange Bankdrücken machen. Kann man das ja so leistungsorientiert, Leute, die halt Hobby-Kraftsportler sind, so, die okay. haben oft ja. Schulterschmerzen. Ne? Und genau, da wollen wir natürlich heute Abhilfe schaffen. Ja, deswegen ja dieses Video. Aber vielleicht erstmal, was ist denn deine Meinung, warum die meisten Schmerzen beim Bankdrücken überhaupt in der Schulter bekommen? Was ist der Grund dafür? Wenn das so viele Leute betrifft, muss ja irgendein Grund sein. Also das heißt, die machen ja anscheinend irgendwas falsch, oder? Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum ersten Technik. Es gibt unterschiedliche Bankdrücktechniken. Und es gibt welche, die schonen die Schulter mehr, also die wird mehr stabilisiert. Und ja. welche, die zielen dann ein bisschen mehr auf die Brustentwicklung ab, wo die Schulter nicht so geschont wird. Der zweite Punkt ist, Bankdrücken ist halt die Druckübung, die man am schwersten machen kann. Das Gewicht ist zu hoch gewählt und in Kombination mit einer schlechten Technik, um das jetzt mal simpel zu halten, das ist so der Hauptgrund und das wird auch zu oft gemacht. Also ja. das Verhältnis stimmt nicht zwischen Druck und zum Beispiel Zugbewegung, was dann eher für den Rücken gedacht ist. Ja. Jetzt hast du ja deinen Besenstiel in der Hand. Kannst du denn vielleicht hier für unsere Leute mal zeigen, was du genau meinst mit falscher Technik? Okay, ich zeig das jetzt mal in die Kamera. Ein bisschen weg hier aus dem Bild. Genau. So, der Klassiker ist, ich bewege die Hantel in einer Linie, sodass der Ellbogen hier nach außen kommt, die Schulter nach innen rotiert. Na, dann habe ich nicht nur eine Scherkraft hier auf der Schulter, sondern auf dem Ellbogen und das Handgelenk teilweise auch. Und dann drücke ich die Schulter so nach vorne, übertrieben gezeigt. Am besten zeigst du das nochmal von der Seitenperspektive. Gehst du noch ein bisschen nach da, dass man ja. das ganz sieht, genau. Das wäre jetzt nicht so optimal, ja? Genau. Und dadurch, machen wir mal kurz, dann kann ich auch mal ein bisschen erklären. So, gehen wir nach vorne. So, und jetzt siehst du hier, wenn der vorne ist, kommt die Schulter nach vorne und sie rotiert so nach vorne rein. Und da quetschen wir die ganzen Sehnen hier ein, ja? Vor allem dann hier die Bizepssehne zum Beispiel wird dann sehr oft eingequetscht, die Supraspinatussehne. Ja, da ist nämlich oft dann auch eine Entzündung drin. Und da siehst du schon, das kommt daher, weil die Schulter nach vorne geht. Und jetzt einmal kurz die richtige Technik, damit man direkt das einmal sieht. Also das ist jetzt eine Technik, die ihr wählt, wenn ihr wirklich für eure Verhältnisse dann schwer trainiert. Zum einen lege ich auf der Bank, heb mein Brustbein an, sodass meine Schulterblätter zusammenziehen. Ihr müsst so ein bisschen euch die Endbewegung beim Rudern vorstellen. Ich halte das jetzt mal ganz simpel. So, und wenn er jetzt runter geht, geht er nicht gerade runter in einer Linie, sondern ihr macht eine kleine Einrundung. Das heißt, ich gehe so eine Stangenbreite aus dem Bild, ziehe die Stange runter und treffe praktisch hier unten, Sternum nennt sich das ist so das Brustbein, treffe ich diesen Punkt und drücke wieder schräg rüber. Und der Startpunkt ist immer über der Schulter. Das heißt, beim Rausdrücken versuche ich auch nicht die Schulter nach vorne zu bewegen, sondern ich halte die Schulter nach hinten gezogen. So, das ist eine kleine Hantelbahn, die leicht rund ist und schräg wieder rüber. Und dadurch positioniert sich praktisch euer Oberarmknochen in der Gelenkpfanne und dadurch habt ihr nicht so viel Reibung auf dem Bändernkanal hier. Gehen wir mal kurz in die Seite, schon jetzt dazu ja. Quatsch, dass man es mal hier ja. sieht. Jetzt siehst du zum Beispiel, seine Schulter kommt gar nicht nach vorne. Ja, die ist hinten und er hat seinen Arm ausgestreckt, was bei der unrichtig oder unrunden Technik, wie die meisten das machen, halt nicht der Fall ist. Ja? Hier siehst du, die Schulter bleibt einfach komplett hinten und somit ist die Spannung nur auf der Brust drauf. Ja? Und das ist halt ein großer Unterschied. Und für Anfänger als Tipp, also Hinweisreiz ist immer, was man sich merken kann, besser, als wenn ich sage, ihr müsst die Schultern zusammenziehen. Stellt euch vor, wenn ihr das Gewicht nach oben drückt, ihr drückt euch nach unten. Ihr drückt das Gewicht nicht nach vorne, sondern ihr drückt euch weg. Dann spannt ihr automatisch den Rücken an, die Schulter wird stabilisiert, also der Rücken arbeitet passiv mit. Auch nochmal so allgemein gesprochen, das Bankdrücken ist keine Übung, wo man nur die Brust trainiert, sondern die agierenden Muskeln, es ist die Brustmuskulatur, die Schulter und der Trizeps und der Rücken wird passiv angespannt, um die Schulter eigentlich zu stabilisieren. Es gibt noch verschiedene Technikvariationen, wo man das extra macht, so zu drücken. Na, das sind aber Übungen, die macht man eher mit sehr leichtem Gewicht in höheren Wiederholungszahlen.
und nicht, wenn man Schulterprobleme hat. Das ist wirklich für welche, die wissen, was sie tun und die gesunde Schultern haben. Das ist sehr wichtig, dass man weiß, was man da tut. Das nennt sich zum Beispiel nicht Bankdrücken, wenn ich so drücke, sondern Guillotine Press. Nur, dass man das einmal so kurz erklärt, dass es nicht falsch ist, nur, dass man wissen muss, wann man das einsetzt. Auf jeden Fall nicht schwer machen, sondern mehr als Übung nutzen mit mehr Wiederholungen und leichteren Gewichten. Soweit Fragen gerne in den Kommentaren nochmal, um das jetzt nicht so ausführlich zu erklären. Das ist der erste Punkt, um euch bei der Technik zu stabilisieren. Was ihr auch noch machen könnt ist, ihr stellt euch vor, ihr biegt die Stange nach oben weg, also ihr brecht die Stange nach oben. Ich zeige das mal ganz extrem. So rotiert die Schulter rein in die Gelenkpfanne, nennt man Drehmoment, und ihr stabilisiert das Ganze beim Drücken. So kann die Schulter noch weniger nach vorne schießen, wenn man hier gerade eine Problematik hat. Oder stellt euch vor, ihr zieht die Stange auseinander. So auseinander, so brechen. Ja, das müsst ihr nicht mit voller Kraft machen, aber wie ihr seht, wenn ich so meine Ellbogen nach außen schert und wenn ich rotiere, ist er in der richtigen Position. Und so ist Handgelenk, Ellbogengelenk und Schultergelenk in der richtigen Position und ihr habt da nicht so die Problematiken in dem Bereich. Also das ist schon mal so ein Tipp. Biegen und Schultern unten lassen. Stolze Brust, leicht eingerundete Handelbahnen, das nochmal zusammenzufassen. So, und der Tobias erklärt euch noch, was noch das Problem ist beim Drücken. Das ist nämlich nicht nur die Technik, sondern auch eine verspannte Muskulatur. Und die Kombination aus Technik und diesen Verspannungen lösen ist eigentlich unschlagbar. Und das zeigt Tobias nochmal eben. Zeig mal eben, was du für eine Übung empfehlen würdest, um das hier alles so ein bisschen zu befreien, vorm Bankdrücken und danach. Genau, und da ist es halt wichtig, überhaupt die Schultern auch ansteuern zu können und die halt wirklich locker zu halten oder zu stabilisieren zu können. Und wenn du halt hier verspannt bist, kannst du es nicht stabilisieren und dann kommt die Schultern automatisch nach vorne. Deswegen eignet sich da folgende Übung für. Da brauchst du vielleicht ein bisschen Geduld, wenn du es jetzt anfängst und noch nie gemacht hast, weil du nimmst den Arm nach vorne, Ellbogen bleibt gestreckt und jetzt von der Vorstellung her, jemand zieht dir den Arm aus der Schulter raus. Ich mache so eine Stechbewegung und dann siehst du, die kommt aus meiner Schulter raus, diese Stechbewegung. Und während ich diese Stechbewegung mache, gehe ich Stück für Stück mit den Armen zur Seite. Und dann wirst du feststellen, wenn du die zum ersten Mal machst, wenn du jetzt in diesem Punkt ankommst, willst du automatisch erstmal das machen. Das ist ein Zeichen, dass du hier total verspannt bist, ja? Dass du hier unbeweglich bist. Und dann solltest du diese Übung unbedingt vor dem Bankdrücken machen. Und ich empfehle sie dir auch nach dem Bankdrücken zu machen. Dann gehst du so weit nach hinten rein, wie du kommst. Wenn die Beweglichkeit erreicht ist, gehst du wieder nach vorne und gehst so weit nach vorne, dass du hier auch nach innen richtig reingehst. Und das machst du mindestens dreimal. Das heißt, du musst dreimal hinten gewesen sein. Und das Schöne ist, wenn du das erste Mal gemacht hast, beim zweiten Mal wirst du schon merken, es geht einfacher hier und du kommst vor allem viel weiter rum. Und dann hast du gleich mehrere Probleme gelöst. Der Dennis hat es ja gerade erklärt, ja, dass nicht nur die Technik entscheidend ist, ob du keine Schulterschmerzen bekommst, sondern auch, ob die Schulter frei ist. Und gerade wenn du täglich viel sitzt, vielleicht viel Auto fährst oder viel nach vorne arbeitest, ist das nicht der Fall bei den meisten Menschen. Wenn sie dann Bankdrücken machen, können sie ihre Schulter nicht stabilisieren und dann kommt die Schulter automatisch mit nach vorne. Wenn du aber hier beweglich bist, ja, dann kannst du ja das hier machen, ohne die Schulter nach vorne nehmen zu müssen. Und das ist das, was der Dennis gerade auch so schön gemeint hat. Und mit dieser Übung bekommst du das super hin. Mit den Tipps, die der Dennis gerade gegeben hat, ist es wirklich unschlagbar, diese Kombi. Probier es mal aus und kommentiere einfach mal hier, was du für eine Erfahrung gemacht hast mit diesen Übungen und den Techniktipps, die der Dennis gerade gegeben hat. Nochmal ein Tipp zum Abschluss für die, die jetzt schon regelmäßiger Krafttraining machen. Es gibt ja so klassische Trainingssplits. Man macht einen Push-Day, also nur Druckbewegung. Man macht einen Tag, wo man nur Zugbewegung macht und einen Unterkörpertag als Beispiel. Das ist so, das kennt fast jeder im Krafttrainingsbereich. Mein Tipp ist, teilt das mal auf zwei Tage auf. Beispielsweise, wenn man Gegenbewegung macht. Drücke ich was nach vorne, ziehe ich was ran. Drücke ich was nach oben, ziehe ich was runter. Das ist zum Beispiel auch schon viel besser nach dem Training, weil ihr immer die Gegenbewegung habt und die Muskeln nicht nur einseitig verspannen, sondern euch auch wieder zurückziehen. Sprich, also wenn ich das Bankdrücken mache, mache ich als nächste Übung eine Ruderübung. Einfach mal ein bisschen den Trainingsplan umstellen und dann halt zum Beispiel einen Oberkörpertag, wo ihr unterschiedliche Fokusbewegungen habt. Mal nach oben drücken, dann wieder runterziehen, zum Beispiel Klimmzüge oder Latzug. Also das nochmal zu erklären, man kann auch alleine, dass das ordentlich programmiert wird, das Krafttraining, auch Schmerzen vermeiden, damit das intelligent, wenn das intelligent zusammengestellt ist. Das auch nochmal so als Abschluss. Ne? Ja. Und das so von mir jetzt, mein Part.
Ja, von mir aus, ich habe da nichts weiter hinzuzufügen. Wie gesagt, probier es mal aus, mach das mal. Es bereichert dein Training ungemein. Du wirst merken, es fühlt sich beim Bankdrücken viel natürlicher an und deine Schulter fühlt sich einfach sensationell an. Ja. Genau, das von uns. Wir machen dich schmerzfreier, beweglicher und stark. Genau, und in dem Sinne. In dem Sinne, drück auf den Button abonnieren, wenn du nicht getan hast, weil jede Woche warten hier super interessante Infos auf dich. Und natürlich hier für dieses Video einen Daumen nach oben machen. Das würde uns auf jeden Fall freuen, weil das zeigt uns, dass dir das auch gefallen hat. Ja. Ja? Danke. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Warte noch, ich war noch nicht fertig. Ja, Entschuldigung. Und kommentier bitte auch mal deine Erfahrung. Das interessiert uns auf jeden Fall, wie du dich dabei fühlst. Ja, und schreib ruhig mal rein, wenn du vielleicht das schon länger machst, ob du einen Unterschied merkst, wenn du mal diese Übung und diese Tipps, die der Dennis gerade auch gegeben hat, einfach mal mit einbaust. Wie sich das für dich anfühlt. Ja. Ja? Okay. Und dann sind wir jetzt wirklich fertig. Ja, schönen Sonntag. Ciao. Warte, ich bin noch nicht fertig. 11 Minuten.